Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen SnowRunner Video. Und heute testen wir mal den neuen LKW, den wir hier in der 10. Season finden können. Und gucken mal, was er kann oder was er nicht kann. Und wir sind hier an der Offroad-Teststrecke oder Offroad-Rennstrecke der 10. Season. Und hier haben wir, ihr seht schon, eine Steigung. Die testen wir jetzt mal gleich mit dem, ob der hier hochkommt. Und ihr seht schon, er ist langsam. Gut, es geht auch gerade bergauf. Aber, ja, hier ist jetzt auch schon vorbei. Ich wollte gerade sagen, ja, ich wollte gerade sagen, dass er langsam ist. Und, ja, wenn ich sage, er ist langsam, wir haben ja noch nicht mal einen Punkt, wo wir uns hochziehen können. Ich will mich jetzt hier auch nicht hochziehen. Ich würde sagen, ich drehe mal um und wir fahren die Strecke mal andersrum. Ob wir hier den Berg hochkommen. Und da sehen wir auch gleich schon den nächsten Minuspunkt. Oder, ja, doch, ich würde es schon als Minuspunkt werten. Denn der Wendekreis, ihr habt es gerade gesehen, er ist einfach riesig. Also überhaupt nicht wendig, dieses Ding. Bedingt durch diesen riesen langen Radstand. Ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, er ist langsam. Also ich meine, ich bin da ja eh, ihr kennt meine Videos, ein bisschen Goliath verwöhnt. Aber selbst wenn ich ihn nicht mit dem Goliath vergleiche und anderen normalen LKWs, selbst dann ist er langsam. Und ihr seht schon, hier bei dieser eigentlichen kleinen Steigung geht schon in den ersten Gang zurück. Aber wir gucken mal, wie es geht. Und ja, wir haben hier den Kranaufbau drauf. Und wenn ihr euch fragt, was hier eigentlich noch an Aufbauten dran geht, dann bleibt dran. Dann gucken wir uns das nochmal an. Wenn der dann überhaupt noch interessant ist. Weil, also ich kann euch schon mal so viel verraten. Bei mir wird der nicht viel in Einsatz sein. Ja. Wir sind jetzt hier, ich müsste mich jetzt hier mit der Winde hochziehen. Das machen wir aber nicht. Also die Teststrecke schafft er einfach. Ganz faktisch, er schafft sie nicht. Also von daher, ja, versuchen wir hier nochmal zu wenden. Ja. Rutschen wir. Und sehen nochmal, wie unwendig der eigentlich ist. Und hier ist, ihr seht, hier ist nichts matschig oder sonst so irgendwas, was irgendwie die Fahrt schwerer macht. Also wenn das jetzt noch in einem Bereich ist, wo ein Fluss ist oder Matsch, ja, nicht ganz so gut. Aber ich würde sagen, ich fahre mal hier wieder weg, suche uns eine neue Stelle und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. So, wir sind aus dem Gebiet, ja, wir sind ein paar Meter weit weggefahren. Wir sehen es ja schon, jetzt geht schon wieder in den ersten Gang. Also, wir werden keine Freunde, der LKW und ich. Jetzt seht ihr, ich will hier einfach nur eine normale Kreuzung. Das ist nichts besonders Enges oder sonst irgendwas. Hab hier Gott sei Dank keinen Hänger dran. Denn das traue ich dem gar nicht erst wirklich zu, den hier mit einem Hänger zu testen. Selbst hier müht er sich schon ab. Und das ist eigentlich keine erwähnenswerte, schlammige Straße. Also das habe ich hier in SnowRunner in so etlichen Gebieten schon bei weitem schlimmer erlebt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht, was die Programmierer sich bei gedacht haben, den so schwach auszurüsten. Und ich habe hier den stärksten Motor drin. Ich würde sagen, das, was drin ist, das gucken wir uns gleich an. Erstmal gucken wir, wie er hier fährt. Aber wie gesagt, also er ist eigentlich schon gut ausgerüstet. Und ihr seht es hier. Es ist, ja, hier ist ein bisschen Wasser. Das ist eine riesen Pfütze, kann man sagen. Ein bisschen Schlamm. Aber nichts Erwähnenswertes. Also es gibt bei weitem schlimmere Sachen. Und ich habe hier nur einen Kran drauf. Hier ist noch kein Hänger dran, kein gar nichts.
wenn ich mir vorstelle, was wir sonst hier zu Sachen fahren. Ja, ich wiederhole mich also. Wie gesagt, der LKW und ich werden keine Freunde. Jetzt sind wir hier auf der Straße, da kommt er vorwärts, aber jetzt haben wir auch schon wieder die Höchstgeschwindigkeit erreicht hier. Schneller wird er einfach nicht. Und ja, hier müssen wir einmal links. Jetzt können wir uns nochmal angucken. Also unterm Strich, er ist langsam. Er kommt echt schwer vorwärts. Er hat einen riesen Wendekreis. Ja, ihr seht die Spuren hier. Hier ist... fährt man eigentlich viel, viel weiter, enger und... Nö. Wir können auch nochmal jetzt hier, wo wir auf der Straße sind, gleich mal den High-Range-Gang, den Schnellgang reinmachen. Gucken, ob es da besser wird. Aber ich kann euch schon mal sagen, es wird... Na, ihr seht, es wird auch damit nicht wirklich schneller. Also klar, ein bisschen schneller ist der High-Range-Gang ja immer. Aber... Ja. Wenn's geht, ja, so wie hier, geht's vielleicht gerade so von der Geschwindigkeit, ne? Aber, wie gesagt, Offroad-Tauglichkeit überhaupt nicht. Und durch diesen langen Radstand, können wir uns mal hier angucken. Ne, kommen wir gleich nochmal zu einer Stelle, was noch der Nachteil von diesem langen Radstand ist. Hier sehen wir die leichte Steigung. Da hat er schon echt seine Mühen, hier hochzukommen. Also es fehlt ihm einfach wirklich ganz, ganz simpel gesagt an Leistung. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich euch nochmal zeigen wollte, was noch ein Nachteil ist. Ist zwar jetzt hier nicht Offroad, aber ist eine Situation, die uns Offroad auch begegnen kann. Mit einem Baum, einem Stein oder sonstigem Hindernis. Dieser lange Radstand. Wir sehen das hier. Also, da kann man schnell mal irgendwo aufsetzen und sich festfahren. Und dann gerade bei der wenigen Leistung, die er doch hat. Das möchte ich nicht. Aber ich würde sagen, bevor ich hier zu sehr jammer, kommen wir nochmal zu dem, was man auch wieder aufbauen kann. Und gucken, ob es da wenigstens irgendwas Positives gibt. So, dann kommen wir einmal zu der Individualisierung. Und ihr seht, ich habe hier schon den größten Motor drin. Also die anderen beiden sind noch kleiner. Und ihr habt es auch gesehen, wir sind jetzt eigentlich nicht viel gefahren. Wir sind mit knapp unter 400 Litern gestartet und hatten jetzt eben noch etwas über 100 Liter. Also ein Tankwagen kann man sich auch noch hinterhängen. Nee, also... Ja, ich habe... Es gibt noch ein fein abgestimmtes und optimiertes Spezialgetriebe. Vielleicht wird dann mit dem Getriebe noch ein bisschen besser. Aber glaube ich auch nicht wirklich. Das wird ihn da jetzt nicht zu einem super LKW machen. Nächster Punkt, Federung. Es gibt hier nur den Standard, es gibt nichts zum Höherlegen. Keine variable Federung. Reifen, ja, wir haben hier 5 Reifen zur Auswahl. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Winden, die ganz normalen Standardwinden. Gut, wir kriegen hier 2 Ersatzräder dran. Oder ein Ersatzrad mit dem Kran. Das Einzige, was man positiv sagen kann, ist, dass er von den Aufsätzen doch ein paar Aufsätze hat. Aber wenn ich mir jetzt hier einen erweiterten Treibstofftank mit 2800 Litern draufsetze, also da möchte ich den auch nicht durchs Gelände mitfahren. Ich möchte den überhaupt nicht fahren eigentlich. Also das wird ein Ding, wenn ich mit dem Video fertig bin. Ich glaube, ich verkaufe das Ding einfach und damit hat sich das. Ja, ein bisschen Deko kriegen wir drauf. Hier ein paar Reparaturteile. 140 Liter Kraftstoff und 300 Reparaturteile kriegen wir noch drauf. So, dekotechnisch, eigentlich optisch, finde ich ihn gar nicht mal schlecht. Der Nachteil halt mit dem langen Radstand. Aber das könnte man auch noch in Kauf nehmen, wenn er sonst gut wäre. Ja,
Hier wollte ich doch noch. Ja, das geht schon wieder nicht, weil dann sind unsere Reparaturteile weg. Auspuff ganz normal. Drei Felgen, Standard. Aber wie gesagt, bei SnowRunner, mir kommt es nicht auf die Felgen an. Farben gibt es ein paar zur Auswahl. Aber ja, was nützt uns eine schöne Farbe? Also ich meine, sind auch nur Standardfarben bis auf hier unten die paar. Ja, ganz im Ernst. Also, da würde ich mir fürs nächste Mal, für den nächsten neuen Truck, doch bitte ein bisschen mehr Liebe ins Detail wünschen und vielleicht mal testen, wie funktioniert dieser LKW mit dem, was wir da gebaut haben. Unterm Strich würde ich sagen, also für den LKW brauche ich da euch die 10. Season nicht holen. Aber die 10. Season generell, die ist gar nicht mal schlecht. Und wenn ihr euch da ein Bild drüber machen wollt, dann guckt gerne meine Videos an. Und damit würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!